Ich war ein sehr großer Fan von PewDiePie. Seine Videos, die Methode, wie er Amnesia nicht mehr so gruselig macht und die Charaktere, die er aus unbelebten Objekten macht, das hat mich umgehauen. Ich habe sogar ein Pappmaché-Modell von Stefano in meiner Kunstklasse gemacht. Aber seit das passiert ist, bin ich mir nicht mehr so sicher. Du willst wissen, was passiert ist? Bist du dir sicher? In Ordnung. Ich werde es dir erzählen. Aber nenn mich bitte nicht verrückt. An einem normalen Tag schaute ich auf seinem Kanal vorbei, wie jeden Tag. Ich entschied mich, seine älteren Videos zu überprüfen, um zu sehen, wie er in seiner Pionierszeit war. Als ich durch die Videos schaute, sah ich eines am unteren Ende der Seite, welches mir direkt ins Auge sprang. Es hieß Stefano.wmv. Ich fand es aber seltsam, da Stefano zu dieser Zeit noch gar nicht in seinen Videos aufgetaucht war. Die Neugierde übermannte mich und ich klickte auf das Video. Ich bedauere auf mein Leben, dass ich das getan habe. Es war kein Intro oder ähnliches zu sehen. Die Facecam war in der Ecke, aber sie war nicht live, sondern nur dazugeschnitten worden. Er spielte Amnesia und war in einem dunklen, endlosen Korridor. Er hatte einen emotionslosen Blick und schien blasser als normalerweise. Er sagte und tat nichts. Er ging nur langsam durch diesen Korridor. Plötzlich fing er an, leise zu flüstern. Stefano. Ein seltsames Heulen war in der Ferne zu hören. Nun bekam ich langsam Angst, aber meine Neugierde hielt mich dort. Nach circa einer Minute passierte immer noch nicht viel. Letztendlich versuchte ich, das Video zu pausieren. Es funktionierte nicht. Ich klickte auf den Zurückknopf. Es passierte immer noch nichts. Ich versuchte, das Fenster zu schließen. Nichts geschah. Ich sah, dass er langsam auf einen Tisch zukam, auf dem etwas war. Als er näher kam, realisierte ich, dass es Stefano war. Stefano lag so auf dem Tisch, dass sein Rücken PewDiePie zugekehrt war. Dann fing er wieder an zu flüstern. Stefano. Wie aus dem Nichts war so ein lautes Heulen zu hören, dass ich von meinem Stuhl fiel. Ich stand schnell wieder auf und schaute auf den Bildschirm. Ich sah, dass Stefano nun auf dem Bildschirm erschienen war. Er schaute in die Kamera. Aber der Blick auf seinem Gesicht. Es war sehr realistisch. Langsam wurde näher in sein Gesicht gezoomt und er begann langsam genauso zu grinsen wie der Smile Dog. Auf einmal war ein ohrenbetäubender Schrei zu hören und mein Computer stürzte ab. Ich saß keuchend in meinem Stuhl, verstört und geschockt durch das, was ich gesehen hatte. Ich stand auf und betrachtete meinen Pappmaché Stefano, welcher mich ansah. Zuerst war ich verängstigt, aber ich realisierte, dass ich diese Schreckensvision verlassen hatte. Fürs Erste. Ich kann manchmal immer noch ein Schreien in der Nacht hören. Immer wenn ich Stefano in PewDiePies Videos sah, freute ich mich, ihn zu sehen. Nun verfalle ich in Angst zurück, wenn ich ihn erblicke. Damals war ich ein totaler Stefano-Fan. Und heute? Heute habe ich immer Angst, wenn er irgendwo erscheint. Ich war nie wieder auf PewDiePies Kanal und bei Gott, wenn du jemals ein Video mit dem Namen Stefano.wmv siehst, welches von PewDiePie hochgeladen wurde, tu dir einen Gefallen und klick es nicht an. Du wirst froh sein, es nicht getan zu haben.